Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Wir stellen euch heute die Tribute von Panem Mockingjay Teil 1 vor. Katniss ist in Distrikt 13 bei den Rebellen in Sicherheit, doch psychisch am Ende. Das stört Plutarch Heavensby, denn in seinen Propagandavideos will er Katniss als Gesicht der Rebellion gegen das Kapitol präsentieren. Also schickt er sie in einige andere Distrikte, damit sie die Grausamkeiten des Regimes hautnah erleben kann. Mit Erfolg. Als sie sieht, wie ein Lazarett zerbombt wird, kehrt ihr Zorn auf das Kapitol und Präsident Snow zurück. Bist du hier, um zu kämpfen, Katniss? Kämpfst du mit uns? Das bin ich. Und das werde ich. Nach einem Jahr Pause ist nun der dritte Tribute von Panem-Film in den Kinos zu sehen. Und dieser knüpft auch wirklich direkt an den zweiten Film an. Deswegen lohnt es sich schon, wenn man sich die vorherigen beiden Teile auch angeschaut hat. In dem dritten Film geht es jetzt nicht um die Hungerspiele. Dementsprechend sind die Szenen jetzt nicht so actiongeladen. Aber das fand ich überhaupt nicht schlimm, weil ich sie trotzdem sehr wirkungsvoll fand, überwiegend. Und es gibt auch wirklich sehr viele emotional aufgeladene Szenen auch. Und ich fand, dass man als Zuschauer wirklich mitgerissen war. Genau. Ich fand den Film halt auch sehr, sehr stark und ich mag es ja auch, wenn wirklich sich viel Zeit für Charakterentwicklung und eben für das Ausbreiten der Geschichte genommen wird, was hier auf jeden Fall so war. Und vor allem war es auch sehr schön zu sehen, also wie Katniss halt am Anfang irgendwie total verzweifelt ist, völlig am Ende, dann aber Schritt für Schritt halt wieder zu Kräften kommt und eben dieser also Spotttölpel, auf Englisch halt Mockingjay wird, also sprich das Gesicht der Rebellion. Generell war der Film halt auch wirklich sehr, sehr vielschichtig, hatte ja auch viel Gesellschaftskritik drin, also viel politische Bezüge, was ich halt auch sehr, sehr stark fand. Und er ist eben wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass ein Blockbuster mit einer intelligenten Geschichte und ohne sehr viel Action halt wirklich die Zuschauer von Anfang bis Ende mitreißen kann. Ja. Und die Hauptträgerin des Films ist natürlich Jennifer Lawrence. Aber zwei Schauspieler sind mir wirklich in dem Film jetzt auch sehr positiv aufgefallen. Also zum einen Julianne Moore, die ja die Präsidentin auch in District 13 spielt. Und zum anderen Philip Seymour Hoffman, der jetzt zwar nicht so eine allzu lange Kinoleinwandzeit in dem Film hatte, aber dennoch die Szenen, die er, in denen er gespielt hat, wirklich dominiert hat. Glauben Sie mir, niemand außer ihr kann das schaffen. Ich möchte, dass jeder, der zusieht, sofort seine Waffen niederlegt. Du lebst. Peter ist der Trumpf des Kapitols, so wie du unserer bist. Oft ist es ja bei Buchverfilmungen inzwischen so, dass halt der dritte Band einer Reihe eben in zwei Kinofilme gesplittet wird, eben auch, weil man dadurch mehr Geld einnehmen kann. Hier ist es aber, glaube ich, wirklich sinnvoll, weil die ganze Geschichte so in ihrer vollen Komplexität erzählt werden konnte. Und Regisseur Francis Lawrence, der ja auch schon den Vorgänger Catching Fire inszeniert hat, hält dieses wirklich sehr hohe Niveau. Also mich hat der Film wieder komplett mitgerissen. Deshalb gebe ich ihm auch 9 von 10 Punkten. Ja, mir hat der Film auch gut gefallen. Ich wurde durchweg unterhalten. Dennoch fand ich den zweiten Film ein bisschen besser. Also ich wurde dort noch mehr in das Geschehen mit einbezogen. Aus diesem Grund gebe ich dem dritten Film jetzt 8,5 von 10 Punkten. Aber Jennifer Lawrence hat natürlich nach wie vor den Bogen raus. Apropos Bogen raus. Wenn es im Film schon keine Hungerspiele gab, wollen wir nicht dieses Jahr wieder unsere alljährlichen Kinospiele veranstalten? Bist du sicher? Du weißt doch noch, wie es das letzte Mal ausgegangen ist. Ich begrüße mit Ihnen ganz herzlich die Gewinner der 74. Kinospiele. Und zwar Silvia Brauer und Tim Fischer. Dieses Jahr haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar werden die beiden Gewinner gegeneinander antreten. Und zwar in 3, 2, 1...